Hallo mein Lieben, herzlich willkommen, hier ist wieder Heinz mit einer neuen Folge Car-Mechanik Simulator 21. Ja, letztes Mal unser Wägelchen schon verkauft. Ich würde sagen, machen wir heute mal einen Porsche nach demselben Prinzip. Mal gucken, erstmal dumm und schön putzen wie immer. Autowäsche, naja, gucken, was wir noch von dem guten Stück übrig haben hier. So, die Innenputzung machen wir noch. Oh, da haben wir die Innenausstattung ja immerhin schon auf 81% gekriegt. Oh, ist gut, die Karosserie machen wir mal noch ein bisschen was an der Karosserie und dann bauen wir mal auseinander hier. Wie sieht die Tür aus? Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Motorhaube. Ich weiß gar nicht, ob man die Öl machen kann. 64%, das geht ja noch. So. Löschstange. Das sieht ja auch gut aus. Oh, hier müssen wir mal ein bisschen was machen. Ach, das ist die Heckklappe. Ja, stimmt, ja. Kofferraum. So, würde ich sagen, machen wir uns mal über die Karosserieteile noch ein bisschen her. Tun wir die wenigstens ein bisschen aufhübschen. Ja, wie immer. Ihr wisst ja, mit dem Außenhui. So. Kleistern wir das wieder dran hier. Und gucken da mal, was unser Wägelchen dann an Wert gewonnen hat. Hey, fehlt Ihnen noch die Motorabdeckung? Und dann hören wir uns mal die Stößstangen an. Müssen wir zwar dann eh wieder rausmachen, aber wir wollen ja erst mal gucken. So. Gucken, was wir für einen Wert jetzt haben. So, Karosserie 86%. So, was haben wir jetzt für... da haben wir schon 9000 Gewinn gemacht. Du. Nur immer ein bisschen an der Karosserie herumgebeult haben wir. So, da gucken wir gleich mal hier vorne rein, ob wir hier noch was machen müssen. Wischwasserbehälter. Ach, das guckt keiner da. Hier fehlt ja schon immer die Pumpe auch. Sicherungskasten. Da fehlt irgendwas. Oh Gott. 47. 50. 43. Thank you.
So, die Kraftstoffbühne, müssen wir mal gucken, was der Tank überhaupt ist. 49, weil das täuscht dann immer. So, wir machen mal Montage von Teilen. So, eine Batterie haben wir bestimmt. Genau. Einkaufsliste. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Achso, die Kühler, da müssen wir erst mal gucken. Wisst ihr, die können wir wahrscheinlich auch noch ausfahren. So, Eco-Typ B. Okay, nichts mehr. Wir machen erstmal hier das ganze Elektrische. So. Der soll ja noch gut aus mit 49%. So, jetzt gucken wir mal. Relais-Typ B. Relais-Typ A. Und da fehlt eins. Gut. Wunschliste. Wir sind hier bei Wünsch dir was. So, ich schleppe da Baum ein. Ein Relais-Typ C machen wir. Zack. So. Da haben wir noch Relais-Typ B. Da müssen wir eh ähnliches. So. Dann haben wir hier Sicherung Typ A. Dann Typ B. Nochmal eine Typ B. Typ A. Und eine C. Oh, haben wir auch noch. So. Aha. Na, dann gehen wir erstmal schnell das elektronische Zeug kaufen hier. Starterbatterie. So, was Teures. Der Kleinbubbelchrom hier, das hält er mal auf. So, haben wir wenigstens noch so einen Deckel? Nee, natürlich nie. Natürlich nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall, da haben wir da bestimmt keinen. Nee. Ein bisschen so ein Behälter. So, was brauchen wir hier? Lüfterzorge B. Da haben wir zwei und die Lüfterräder. Da müssen wir dann nochmal extra gucken. Jetzt gucken wir mal schnell noch, wie die Kühler aussehen. 31% und der hat 25. Na, dann gehen wir mal reparieren. Wenn wir es hinkriegen. Der hat 64 Schütz. Ja. Was wir mir brauchen. Können wir jetzt gleich suchen. Lüfter. So, hier Typ B machen wir 1, 2. Hier brauchen wir groß 1, 2 und zum kleinen machen wir 2 Stück. So. Ach, Mischwasserbehälter haben wir wieder vergessen. Bum, blum, bum. Müssen wir ja doch mal in die Wunschliste gehen. Mischwasserbehälter. So. Ach, da hätten wir immer, hätten wir noch gehabt. Ich guck an. Naja. Kriegt man bestimmt mal irgendwann mit los. Kriegt man die bestimmt. So. Haben wir jetzt mit den Kleinigkeiten vorne rum erst einmal soweit alles erledigt. Kühlmittelbehälter A. Die muss ich von hier wechseln. Ne, dann machen wir das. Da holen wir den Outliner, wenn wir immer hier dabei sind. Sehe. Ach, da war Wischwasser, war das ja. Na gut. Das ist ein wassergekühltes Pürschele. So.
Den Rest müssen wir dann von hinten machen und das andere von unten. Und mit dem Tank müssen wir erst mal gucken, ob wir da was Neues brauchen. So, wollen wir mal gucken. Oh, jetzt sind wir bei 14.000. Nur ein bisschen Kleinkram gemacht. Nur etwas Kleinkram. Wir könnten natürlich schon erstmal testen, aber da wird wieder komm, springt nie an. Pass auf. Motors nicht komplett, siehst du? Aber das können wir ja wenigstens nochmal machen. Und Reifen prüfen können wir auch noch. Zündspule, Zündkerze, ach aje, aje, guck, die ganze Elektrik mit Murks ist ja schon futsch. Ja. So, das wird ja auch nicht gehen, Motors nicht komplett. Hier können wir nochmal alles durchmessen. Sind wir mal vermessen. Drosselklappe, Sicherung haben wir ja nur alle erledigt. Achso, da müsst ihr ja bis das durch. Ja. Piep, piep. Hier zeigt er. So. Dann machen wir nochmal die Reifen, tun wir gleich nochmal messen. Und wenn wir schon mal ein Reifenprüfgerät haben, dann können wir das ja immer ausnutzen. Oh, die sind noch gut. Die Reifen können wir drauf lassen. Die sind noch gut. Das geht. Sportreifen Ultra 40%, die lassen wir. Gucken wir bloß, ob wir die Felgen ein bisschen noch aufhübschen können. Ob wir die Felgen ein bisschen aufpolieren hier. Obwohl, die sehen nur noch gut aus. Ne, wir tun es mal demontieren und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen rumpolieren können. Außen hui, müssen wir immer ein bisschen. So, die Achse, das sieht eigentlich soweit ja noch ganz gut aus, aber wir machen eine Zerlegung und eine Reparierung hier. Bremsscheiben nehmen wir ja trotzdem alle. 17% der Antriebswelle, Ding. Radnabe war noch gut. Differential. Ach, da fehlt eine Antriebswelle, fehlt auch hier, haben wir schon gerade festgestellt hier. Da müssen wir dann irgendwie noch gucken. Differential, da frage ich mich, wie hängt dann so in der Luft hier? Ja. Da bauen wir so gleich aus, wenn sie immer in der Luft rumhängt. Gucken wir mal, wie die aussieht. %37. Das sieht sehr noch gut aus. So. Die Felge müssen wir hier bestimmt machen. Die sieht schlecht aus. Das kann man alles noch wieder verwerten. Ja. Wir können das Differential abbauen, obwohl noch eine Antriebswelle drin ist. Ja, ein bisschen komisch schon. Ne? Ein bisschen merkwürdig ist schon. Ne? Dinge gibt es, die gibt es gar nicht.
Unglaublich ist es. Oh, ach, sprühen, Mensch, dann geht's vielleicht besser. Was ist denn Tank? Haben wir noch mal übrig. Ne, jetzt machen wir erst mal hier. Das alles ab. Reparieren kann man ja sowieso nie. Und Leimer, Kraftstofftank, 27%. Pumpe haben wir noch eine gehabt. So, wie sieht der Rom mal? 13%. Den machen wir neu. Uiuiui, den brauchen wir neu. So. Geht noch. Und hier? Die Feder ist kaputt. Na gut. So, jetzt müssen wir mal die Felgen, die Räder mal demontieren. Reifen sollen ja gut gewesen sein. Oh, das mit den Felgen. Erste Felge gut. Aber hier nicht. Hier sieht sie schlecht aus. Da muss man ja wieder zielen, muss man ja da wieder. So, Bremsscheiben. Natürlich, aber Lenkung haben wir noch eine. Das ist in dem Fall mal nicht so tragisch, nicht? So, da gehen wir mal wieder Inventar. Feder vor der Achse machen wir eine. So, Gummilangerbüchsen machen wir 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, auch die reichen genau, du. Dann brauchen wir eine Koppelstange. So, Lenkung. Haben wir noch eine. So, die Querlenker sind gut. Hier haben wir noch einen Querlenker. Ein Radlager. Der Radnabe Vorderachse haben wir. Spurstange haben wir. Spurstangenkopf haben wir. Und dann brauchen wir noch das hier. So, Bremsglötzer haben wir, Kolben, das passt. So, dann machen wir noch einen Kraftstofftank, aber da müssen wir glaube ich im Motor gucken. Eine Kraftstoffpumpe haben wir noch. So. Einkaufen. Da brauchen wir gar nicht so viel. So.
Da montieren wir die Reifen gleich wieder zusammeneinander, ja. So. Bauen wir mal das wieder zusammen. Wollen wir das mit der Kraftstoffbombe treffen? Ja. So, die Kordamelle wollen wir ja noch nicht einbauen, weil wir müssen ja dann hinten herum ja auch noch alles machen. So, Gummilagerbüchsen hat man gesagt, das reicht gerade so. Nehmen wir hier so in. So. Oh, wisst ihr, haben wir schon wieder den Sprungstangenkopf glatt vergessen. Hätte man doch glatt vergessen. Jo, brauchen wir eh neues. Achso, ne, da muss ja die Welle rein, der Antriebswelle. So, die aufpolierten Bremsscheiben. Ne? Wo wir ein bisschen drüber gebügelt haben hier. So, was haben wir denn jetzt noch an Belägen? Ja. Lalalalo, trollalalo. So, ich weiß jetzt Blödsinn, da muss ich sowieso alle machen, aber. Ah. Zack! So, jetzt machen wir es gleich so. Mal fertig werden hier, ne? Hm. Nee, ach, sollst du doch gar nicht machen. Quatsch, ja. Der Aschmirren. Thank you.
So, da wollen wir mal gucken. Inventar wieder entrümpeln. Ganze speichern. Und jetzt gucken wir mal, was unser Porsche... Oh, schon 19.000 ist unser Porsche Auto schon wert, du. Naja, und die Folge ist auch rum. Dann wollen wir uns dann das nächste Mal mit dem Hinterächschen begnügen und gucken mal, wie weit wir mit Motörchen und sowas kommen. Wie weit wir das schaffen. Ja, meine Lieben, soll es das wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten nicht. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.